Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ja, wir haben im letzten Part den Fluss überqueren können und auf dem Friedhof eine schockierende Beobachtung gemacht, beziehungsweise etwas Schockierendes gefunden. Und zwar haben wir das Grab von Mathis Konrad, also Ednas Vater, gefunden. Das heißt, die Gerüchte, dass Mathis tot ist, sind wahr und ja, das hat auch Edna ziemlich angeschlagen, wie man sehr, sehr stark hört. Generell die Musik und die ganze Stimmung ist ein bisschen gekippt worden. Noch mehr gekippt, als sie vorher war. Und ihre Stimme hört sich halt auch sehr, sehr belastet an und sehr, sehr traurig. Und sie hat auch einfach gar keine Lust mehr auf irgendwelche Sprüche. Also vorher war ja wirklich jedes Item hat irgendwas mit allem zu tun gehabt. Also man konnte alle jedes Item irgendwie benutzen mit irgendwas. Und alle mal lustig. Haha. Aber... ja, sie sagt jetzt meistens nur noch, das ist Unsinn oder... ne, und man hat auch an ihrer Stimme, dass sie halt sehr, sehr traurig ist. Und auch die Sprüche von Harvey bringen, also irgendwelche lustigen Sprüche von Harvey, von wegen so, hey, lass uns doch einen Helikopter bauen und hier rüberfliegen. Darauf geht sie gar nicht mehr ein. Und man hat einfach nur noch, ja, man hört so ein bisschen die Hoffnung, die aus ihrer Stimme fährt. Aber der Plan bleibt weiterhin bestehen. Mathis, auch wenn er tot ist, nach des Namen reinwaschen und Dr. Marcells Spiel aufdecken und ihn belasten. Und ja, jetzt sind wir hier vor der Kirche und können noch einmal ganz kurz anhören, was Poki doch zu sagen hat. In Harveys Neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hat da hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt dem diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschriften zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist. Aber es ist lustig. Ist das wirklich so? Ah, also so Sachen, wo man sich denkt, so sollte ich darüber lachen? Aber, na gut, es ist ja zum Glück nur ein Spiel, also nicht echt. Trotzdem immer noch so, uff, ob man da wirklich drüber lachen sollte. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Ah, ja. Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Ist ja auch spät, ne? Ich finde den Power-Knopf nicht. Schade. Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Tja. Generalschlüssel funktioniert tatsächlich doch nicht überall. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Also wenn du zu deinem Mitbringbuffet einen Fußnagel mitbringst, dann würde ich mir Sorgen machen. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Oh ja, das ist wahr. Das ist sehr wahr. Scherze über Christentum sind auf jeden Fall ein heißes Eisen. Und solchen Eisen habe ich noch eine Menge im Feuer. Amen. Ich habe den Doktor ins Gästebuch eingetragen. Gleich nach Samuel. Interessantes Gästebuch. Ich habe den Barmann ins Gästebuch eingetragen. Gleich nach Jeremia. Yes. Ah, schön. Das ist ein wirklich tolles Gästebuch, was du gefunden hast. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Es sind tatsächlich nur ein paar Gäste gewesen, so... 4. Jetzt werden es irgendwie mehr. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Naja. Schon. Glaub es ja nur, dass du... an irgendwas glaubst, was dich weiterbringt. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Also,
Ne, Religion muss ja auch nicht unbedingt so in so heiligen Städten sein, wie jetzt eine Kirche oder so. Man kann das ja auch ganz alleine für sich haben. Man muss auch nicht der Kirche beitreten, um gläubig sein zu können. Gläubig ist, also Glaube ist ja einfach nur, dass du an etwas glaubst, was dich eben weitermachen lässt im Leben, was dir hilft. Du kannst natürlich das mit anderen teilen, in zum Beispiel Kirchen oder so. Musst du aber nicht. Du kannst es auch alleine oder halt auch mit, ne? Bei dir zu Hause machen oder so. Oder wo auch immer du bist. Wollen wir Jesus einen Bart malen? Später. Nein, ich respektiere fremde. Okay, die Kanzel. Ein Vorläufer des Fernsehers. Sehr gut, Das geht ja. leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Oh, Mist. Ich hab noch dran gedacht. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Du kannst ja üben, ist ja niemand hier. Ich bin nicht so der. Ja, sehr gut. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Gute Idee. So sollte ich enden. Okay. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Sie wurde im Stück aus einer Steineiche Wie ist das gefertigt. nicht wiederholt? Nanu, das wirkt ja gar nicht. Ach, hier steht's ja. Hilft nicht gegen Kanzelrost. Hab mich auch schon gewundert. Die Kanzel ist kalt wie eine Ministrantenschnauze. Dr. Marcel was here. Okay. Danke nochmal fürs Sagen. Igitt, da steht schon ein Topf. Auch Pastoren haben Bedürfnisse. Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht. Achso, er hat mir ja schon, ja. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen Presslufthammer. Gut, dass sie das weiß. Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen plus drei Zweihänder. Einen plus drei Zweihänder. Ah ja. Das Firmenlogo. Das Firmenlogo. Jeder nur ein Kreuz. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Ja. Ach nee, für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Ja, doch. Gute Idee. So sollte ich endlich. Ja, okay. Fällt jetzt niemals ein Zugang zur Religion. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Oh. Schwierig, schwierig. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Harvey is hot. Jesus not. Harvey is odd. Jesus not. Harvey is God. God is not. Harvey is God? Ich lach mich tot. Schön. Jesus braucht keine Therapie. Er braucht einen Ernährungsberater. Alter, das sind so böse Witze einfach. Jesus braucht keine Unterschrift vom Barmann. Er kann jederzeit Wasser in Wein verwandeln. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr nice. Er sieht hungrig aus. Hm.
Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, zählt da. Nein, ich Okay. Wollen wir Jesus Okay. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, dass ich nicht was, Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht eine Ernährungsberater. Eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ich hätte es nicht gedacht. Tja. Okay, dann gehen wir mal weiter, würde ich mal behaupten. Nach hinten, wir gehen erstmal zur Tür. Hallo. Er sieht nicht gerade wie ein Rocker aus, aber auch nicht wie ein typischer Pastor. Man sollte einen Mann Gottes nicht auf den Arm nehmen. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche eine Information über meinen Vater. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mathis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Oha. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein. Ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte. Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Okay. Okay. Aber gut. Er war es nicht. Er hat nicht den kleinen Alfred umgebracht. Aber wer war es denn? First Steps. Geldofs Mama. Okay, hier können wir, glaube ich, nicht viel machen. Steht hier irgendwas? Nee. Eher zu raus. Sofa. Sieht gemütlich aus. Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Okay. Wenn du leck mich meinst, dann sag auch leck mich. Komm, Edna, setz dich ruhig. Nein, ich muss weiter. Es wäre ja nur für einen kurzen Augenblick. Nein und nochmals nein. Meine Polster sind so weich. La la la, ich höre nicht zu. Warum sind immer diese Möbelstücke so gruselig? Ich habe keine Zeit auszuruhen. Ich muss aufpassen. Man verliert die Schlüssel immer in den Ritzen. Es lädt zum Rasten ein, aber es rostet nicht. Wenn der Topflappen als Welpe seinen Spinat gegessen hätte, wer weiß. Das stimmt, ja. Wir malen erstmal alle Sachen an. Ach, Edna. Keine Zeit für das gute alte Sofatopfspiel. Sorry. Sieh mal, Harvey, ein Sofa. Jesus, Zombie-Massaker, sehe ich dir gerade. Nicht einschlafen, kleiner Kamerad. Wir haben zu tun.
Schön. Jesus Zombie Massacre finde ich sehr gut. Niemals. Er ist der Star aus Night of the Restless Poloschläger. Du hast mit dem Thema nichts anfassen, ne? Nicht schlecht. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Okay, Edna geht erstmal direkt irgendwo hin, alles klar. Ja, finde ich gut. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Es läuft ein Musiksender. Highway to hell. I'm on a highway to hell. Nicht nötig. Der Kanal ist unverschlüsselt. Der Fernseher ist zu alt. Der hat weder Kopfhörerausgänge noch digitale Bildstörungen. Tja. Der Fernseher ist tatsächlich ganz schön warm. Der lief wohl den ganzen Tag. Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Den Kampf hat der Fernseher gewonnen. Genau, alles eine Soße. Mach mal aus hier. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Heftig, heftig, heftig. Mit dem Fachchinesisch kann niemand was anfangen. Außer Gitarrist natürlich. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Nicht ganz, nee. Es hängt gut, wo es hängt. Are you ready to rock? Yeah! Okay. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von, wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil, gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Also ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage hört und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Keep it up. Nicht gerade die Naumburger Duppe. Nicht wirklich, ne? Was hältst du davon, Harvey? Wow! Hotzenplotz Crew Siegen! Meine Lieblingspunkband! Was hältst du davon, Harvey? Wow! Jesus Zombie Massacre! Meine Lieblings-Thrash-Metal-Band! Was hältst du davon, Harvey? Wow, Sacrilegia, meine Lieblings-Speed-Metal-Band. Was hältst du davon, Harvey? Wow, God Sucks Inc., meine Lieblings-New-Metal-Band. Es ist aber auch wundervoll. Was hältst du davon, Harvey? Boah, Even Blacker Sabbath, meine Lieblings-Death-Metal-Band. Wundervoll. Okay, gut, aber ich würde sagen, wir gehen dem Pastor mal hinterher, weil er braucht nämlich schon ziemlich lange, was er davor hat. Hallo? Geht's Ihnen gut? Ist hier irgendwas am Happenen? Die Tür ist zu.
Sonst ist hier nichts. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tiefer liegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Sogar auf die Treppe und so, wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Okay. Ich würde ganz gerne echt nach mit den Typen suchen, ne? Ganz ehrlich. Oh. Was? Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Aber... Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Oh, Scheiße. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund gewesen, warum der in der Einzelhaft war. Okay, Ich kann nichts dafür, ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Ja. Ja, jetzt nochmal ganz deutlich, wie düster es langsam wird. Okay, aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und wir werden im nächsten Part versuchen, hier irgendwie rauszukommen, ohne den Schlüsselmeister zu befreien. Denn der darf auf jeden Fall nicht mehr in die freie Welt. Ui, okay. Ja, wir sehen uns im weiteren Part wieder von Edna bricht aus und bis dahin sage ich ciao.